Abgase, Diesel und kein Ende. Also wenn es hier bei uns vielleicht doch mal ein Ende geben sollte, das Problem als solches, das verschwindet aber nicht, wird lediglich verlagert nach Osteuropa zum Beispiel. Auch Polen ist ja eine Autonation. 350 Dieselfahrzeuge kommen da jedes Jahr auf den polnischen Markt, darunter viele Dreckschleudern aus Deutschland. Was bei uns nicht verschrottet wird, fährt dann problemlos auf polnischen Straßen weiter. Gebrauchtwagenhandel in Zielona Góra. Von den rund 90 Fahrzeugen auf dem Hof sind 80 Diesel-Pkw. Viele davon sind ältere Modelle aus Deutschland und sehr gefragt. Piotr Lubin ist sich sicher, für 4.000 Euro findet auch dieser 13 Jahre alte BMW einen Käufer. Technisch ist er einwandfrei, Scheckheft gepflegt, aus Deutschland. Trotz seiner 300.000 Kilometer wird er bestimmt gekauft. Es ist nur eine Frage der Zeit. BMW ist beliebt, vor allem bei jüngeren Leuten. Auf Polens Straßen haben Dieselfahrzeuge immer noch freie Fahrt. Und erst einmal sind in Polen keine Fahrverbote geplant. Rund 86% der Fahrzeuge auf den Straßen unserer Wojewodschaft sind 10 Jahre alt oder älter. Davon haben 31% Dieselantrieb. Das erhöht natürlich die Feinstaubbelastung. Viele Pendler sind aber aufs Auto angewiesen. Auch der Umweltaktivist Remigiusz Krajniak. Es fehlen hier Busse oder Züge. Das ist ein Riesenproblem. Ich muss jeden Tag 30 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren. Leider habe ich keine Wahl. Remigiusz Krajniak engagiert sich für die Umweltschutzorganisation Smog Alarm. In seiner Stadt Szary ist er nur mit der Schutzmaske unterwegs. Angeblich ist die Luft gerade in Ordnung. Dies liegt aber nur daran, dass die Grenzwerte in Polen anders sind als in Westeuropa. Tatsächlich ist die Luft heute katastrophal. Daran wird sich so schnell nicht viel ändern. Und solange es keine Fahrverbote gibt, wird Piotr Lubin weiterhin Geschäfte mit alten Dieselfahrzeugen aus Deutschland machen.